Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, dir Leonard. Und ja, ich bin Karima Knigge, bin 26 Jahre alt und bin Prokuristin der Woltmann-Gruppe hier in Bremen. Familienbetrieb seit mittlerweile jetzt die fünfte Generation. Und wir betreiben Autohandel und Werkstätten und großen Teile-Großhandel und ja. Prokuristin, das heißt, du bist hauptverantwortlich mit fürs Geschäft. Ja, also ich ziehe die Strippen gemeinsam mit den Geschäftsführern. Das ist unter anderem meine Mutter und wir haben noch einen angestellten Geschäftsführer. Bin eben unterschriftberechtigt, darf alleine zeichnen. Grundsätzlich treffen wir aber Entscheidungen im Kollektiv und ja. Wie ist das denn so, also wenn ihr jetzt euch total zerstreitet in der Familie und du der Familie eins auswischen möchtest, ich weiß nicht, ob du so bist, ich vermute eher nicht, könntest du als Prokuristin alleine dann beispielsweise Anteile des Unternehmens verkaufen, das Unternehmen verkaufen oder gibt es eine Regelung sozusagen, dass immer zwei unterschreiben müssen? Oder nee, also ich bin allein unterschriftberechtigt. Grundsätzlich, wie du schon vermutet hast, bin ich schon nicht harmoniebedürftig, aber ich versuche Privates und Berufliches extrem zu trennen und grundsätzlich steht auch bei uns im Familienunternehmen die Mitarbeiter und das Unternehmen oder das Fortleben des Unternehmens an erster Stelle und ja, genau, da werden dann private Sachen auch hinten angestellt. Okay, verstehe. Nee, es war einfach nur mal interessant irgendwie, wie weit geht der Einfluss? Genau, also er geht schon sehr weit. Die Verantwortung wurde mir da schon sehr übertragen. Aber gut, ja, Familie hat ja noch ein bisschen anderen Stellenwert dann, als wenn jemand von außen kommt. Ne? Natürlich. Du bist in Bremen aufgewachsen. Richtig. Und auch hier geblieben. Ja. Bis heute. Du warst zwischendurch kurz studieren, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Aber liegt das am Familienbetrieb hauptsächlich dann oder was gefällt dir so gut an Bremen? Ja, ich glaube, es kommt vieles zusammen. Klar, in der Schule hat man so zum Teil vielleicht auch ein bisschen die Bremer Stadt verflucht, weil man dachte, Mensch, überall anders ist es irgendwie cooler. In Hamburg kann man besser feiern gehen oder sind die besseren Geschäfte. Wenn man dann mal raus war und wiedergekommen ist, merkt man eigentlich, was man an der Stadt hat. Also es ist extrem angenehm, dass man alles mit dem Fahrrad erledigen kann, auch wenn ich in der Automobilbranche bin. Es sind die Menschen, es ist viel los und ja, Familie, Freunde sind hier und das ja, lässt einen hier auch anwachsen in der Stadt. Du warst auf dem ökumenischen Gymnasium. Richtig. Im Wikipedia-Eintrag gibt es ja ein paar Personen, die da stehen, also berühmte Persönlichkeiten, die diese Schule besucht haben. Ja. Wann stehst du da? Hoffentlich noch nicht jetzt, aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich da stehen möchte. Wieso, was solltest du da nicht stehen wollen? Ach, ich bin nicht der Freund davon, sich so in die Welt hinaus zu posaunen. Also es ist für mich persönlich, ich will gerne was schaffen, aber vielleicht komme ich mal zurück ins ÖG und erzähle ein bisschen von einer Story, die ich irgendwie erlebt habe, von einem Erfolg, vielleicht auch im Familienbetrieb, im Handwerk und ja, das wäre schon cool. Ganz kurz, ich gehe ja auch noch auf die Schule, vielleicht, das freut glaube ich viele Leute. Warst du zufrieden mit der Schule? Ich habe keinen Vergleichswert, ja. Aber grundsätzlich ja. Okay. Also doch, der Support war gut in der Schule und ja, klar gab es immer Auf und Abs, aber das gibt es glaube ich überall. Glück wäre es jetzt gewesen, wenn du das Gegenteilige gesagt hättest, dann hätte ich nicht so gute Werbung hier gemacht. dann hast du ja BWL in Bremen studiert. Richtig. Warum nicht woanders? Gute Frage. Ich war, glaube ich, nach der Schule war ich froh, irgendwie Familie, Freunde hier zu behalten. Ganz viele Freunde von mir sind auch geblieben. Wir haben zusammen angefangen zu studieren. Ich hatte zwar ein, zwei Plätze auch an anderen Unis bekommen, habe mich dann aber irgendwie entschieden, Mensch, ich mache erstmal meinen Bachelor hier, kann nebenbei auch schon ein bisschen in der Firma bei uns arbeiten, um zu gucken, ist das überhaupt etwas, was mich reizt, wo ich irgendwie Anklang finde, wo mir sage, meine Interessen sind hier auch gewahrt oder nicht. Um dann nochmal im Master, so wie es dann auch passiert ist, nochmal rauszugehen. Aber ich war nie diejenige, die gesagt hat, oh, ich muss nochmal mehrere Jahre im Ausland leben. Das hat mich irgendwie nicht gereizt. In der Schule war ich ein Jahr in England, habe da mal so ein bisschen die Sprachkenntnisse versucht aufzupeppen. Und ja, genau. Würdest du jedem, der so im Auslandsjahr während der Schule empfehlen?
Ich glaube ja. Also wenn man die Möglichkeiten hat, das hat ja auch immer was damit zu tun, hat man überhaupt die Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, ist man bereit dazu, auch ein bisschen weiter weg von der Familie zu kommen, dann auf jeden Fall. Also es hat mich persönlich schon geprägt, auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, in der Zeit, das war glaube ich die 10. Klasse, und ja, sich auf was Neues einzustellen. Und spricht man dann auch fließend Englisch auf jeden Fall? Nee, tatsächlich war ich da in einem Internat, und wir waren größtenteils Deutsche. Und wie das nun mal im Ausland so ist, die Kulturen finden sich und suchen sich, und die Deutschen sind dann untereinander. Aber es war auf jeden Fall besser als vorher, würde ich sagen. Okay, das heißt, Grundenglisch war Ja, danach gefestigt doch, auf doch. jeden Fall. Du hast eben schon angesprochen, du hast parallel als Genau. Werkstudentin bei eurem Unternehmen gearbeitet. Genau. War dir danach auf jeden Fall klar, du willst tiefer ins Unternehmen einsteigen oder war es trotzdem irgendwie so, man probiert es nochmal aus? Also grundsätzlich, ich sag mal, die Arbeit, die ich da jetzt gemacht habe, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das muss ich mein Leben lang machen. Aber es war halt Werkstudentin. Ich bin erst mal reingekommen, habe so ein bisschen Unternehmensluft geschnuppert, und habe aber dann schon relativ früh bei mir selber gemerkt, ich möchte mit ins Familienunternehmen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Flair, der durch die Familie geht. Gerade mein Opa hat das an meine Mutter übertragen. Meine Mutter hat irgendwie diesen Zusammenhalt an mich übertragen. Und da habe ich einfach gesagt, es ist irgendwie ein großes Baby, was man gerne auch in die Zukunft weiterführen will. Also meine Eltern hatten beide keine Unternehmen und also ich bin jetzt der erste Selbstständige in meiner Ja. Familie, deswegen ich konnte kein Familienunternehmen übernehmen. Ja. Ich denke mir vielleicht aber auch in meiner naiven Vorstellung so ein bisschen oder bin am Überlegen, würde ich es übernehmen wollen oder würde ich was Eigenes schaffen, weil ich immer so denke, also vielleicht passt es irgendwie. Also im Moment würde ich zum Beispiel nicht das machen, was mein Vater gerne macht oder was meine Mutter macht. Und wenn das mit dem Unternehmen sowieso nicht passt, würde ich es natürlich auch nicht übernehmen, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht lebenslang übernehmen und hätte Bock, was Eigenes zu machen, weil man ja irgendwie trotzdem dabei ist, das fortzuführen. Du kannst es gut fortführen, du kannst es gegen die Wand fahren, aber sowas richtig Eigenes schaffen, weiß ich nicht, ob das geht. Vielleicht kannst du da gleich was zu sagen. Ja, kommt eben ein bisschen drauf an. Gerade in der Automobilbranche sind wir ja gerade wahnsinnig im Umbruch. Und fortführen heißt ja nicht unbedingt, dass man es immer so fortführen möchte oder muss, wie es eben Nee. war, sondern dass man eben guckt, dass man neue Geschäftsmodelle mit einbringt, dass man das Ganze verändert, dass man es vielleicht entweder auch ausweitet, die Geschäftsbereiche, oder die Region ausweitet, in die man kommt. Und man hat den Vorteil, ist vielleicht zum Teil auch ein Nachteil, dass man gewisse Grundbausteine hat, mit denen man erstmal ja arbeiten muss und dann guckt, wie geht man weiter. Und da kann man, glaube ich, sehr gut seinen eigenen Flair auch mit einbringen und seine eigenen Ideen, gerade wenn man eben auch das aus der Familie und gemacht, also dass man die Möglichkeit hat, sich da selber auch so auszuleben. Ja, aber ansonsten, dadurch, dass die Interessen mit dem, was da passiert, übereinstimmen, war das eigentlich für mich eine tolle Sache. Und ja. Sagst du denn jetzt, du willst es lebenslang praktisch machen oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwann doch nochmal was Eigenes zu machen, zum Beispiel? Also lebenslang ist eine lange Zeit, definitiv. Aber Stand heute würde ich sagen, ja. Ich bin total zufrieden. Ich habe viele Entscheidungen, die ich selber treffen darf, die wir zusammentreffen. Die Zeiten, die jetzt kommen, sind unglaublich spannend. Wir wissen alle nicht, wie Automobil in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Kommen wir bestimmt auch noch darauf zu sprechen, wie wir die Zukunft einschätzen. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ja. Dann hast du ja den Master noch gemacht in Klagenfurt. Ja. War das ein Fernstudium oder warst du richtig vor Ort auch Nee, ich war in vor Ort. Klagenfurt? War vor Ort. Also ich bin mit meinem Freund zusammen hingegangen. Wir sind jetzt mittlerweile schon seit 9 Jahren zusammen, mittlerweile jetzt auch verlobt. Und Glückwunsch danke. dazu. Und der hatte da eben, der spielt nebenberuflich ein bisschen Fußball, gesagt, Mensch, ich habe da eine Stelle für 2 Jahre einen Vertrag, mache nebenbei meinen Master, also eher online, habe ich gesagt, wunderbar, 2 Jahre mache ich meinen Master da unten. Österreich sowieso war schon ein Land meiner Liebe. Welche Liga spielt Klagenfurt in Österreich? Mittlerweile Erste, zu dem Zeitpunkt noch Zweite. Okay, und ist er Genau. noch da oder wo spielt er Nee, der ist jetzt? mittlerweile hier, hat aber den Fußball beiseite gelegt und hat sich der Berufswelt Oh, zugewandt. verstehe. Aber du warst Ja. dann jedes Wochenende mit im Stadion und mit auch bei den Auswärtsspielen oder warst du eher Nee, nee, so? nee. Also im Stadion, wenn wir vor Ort gespielt haben, ja, mal eben für ein Bier mit hingehen, ist ganz lustig. Aber ansonsten bin ich kein großer Okay, Fußballfan. auch kein Werder-Fan hier, oder? Doch, guckt man Das sich kann gerne man an. jetzt nicht Gestern, sagen, nein, öffentlich, gestern ne? habe ich es mir auch angeguckt. Der Moderator meinte zwar, es war super, da gehen die Meinungen auseinander. Ich glaube, die finden sich noch, aber ansonsten guckt man das schon gerne. Wir gehen auch von der Firma immer mal hin, haben Karten, Dauerkarten. Aber ja.
Also so richtig Fußballenthusiast bin ich nicht, würde ich sagen. Den Master hast du dann Anfang des Jahres abgeschlossen. Richtig. Auch da nochmal Glückwunsch Danke. nachträglich. Und dann ging es dir relativ schnell auch, dass du ins Familienunternehmen eingestiegen bist und Prokuristin geworden bist. Hast du danach noch kurz überlegt, was mache ich jetzt, wie sieht es aus, oder war dir eigentlich schon klar, wie der Weg aussieht, sobald du fertig bist? Also ich war ja tatsächlich, als ich angefangen habe, war ich noch gar nicht richtig fertig mit meinem Master. Ich hatte eben noch die Masterarbeit vor mir. Ja. Das war Anfang letzten Jahres. Und dadurch, dass es eben mit Corona dann auch irgendwie echt kein Ende gefunden hat und wir gesagt haben, gut, irgendwie gibt uns Österreich jetzt nicht mehr diesen Lebensinhalt, den wir uns für jetzt vorstellen, habe ich gesagt, gut, was mache ich? Habe ich gedacht, mach vielleicht auch erstmal nochmal ein Praktikum woanders, in einem anderen Autohaus, um was zu sehen. Zwischenzeitlich war ich aber schon mal in zwei, drei anderen Ja. Autohäusern, habe mich da mal umgeschaut. Und War dann dir haben. das auch wichtig, dass du auch, also dass du nicht lebenslang praktisch im eigenen Unternehmen bist, sondern dass du auch mal die Arbeit irgendwie aus einer anderen Perspektive in anderen Autohäusern mitbekommst? Definitiv, definitiv. Und das ist auch jetzt gerade, was ich ganz aktiv betreibe, ist, dass man sich in der Branche vernetzt, dass man sich in der Branche andere Prozesse anguckt, guckt, wie machen es andere besser, wie machen es andere vielleicht auch schlechter, was können wir noch lernen. Und das eben war der Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich muss noch mal woanders reingucken. War zwischenzeitlich auch in Österreich dann bei dem Autoteile-Zulieferer. Die haben Turbolader hergestellt. Da war ich im Controlling, habe mir eben auch noch mal andere Bereiche angeguckt, einfach um neue Ideen mit reinzubringen. Aber auch nicht ganz so verbraucht zu sein, um zu sagen, man hat schon eine Brille auf, sondern einfach noch mal die Dinge von einer anderen Perspektive betrachten zu können. Und waren das dann auch Autohäuser, die nichts mit euch, das waren keine Geschäftskontakte und sowas, sondern du hast dich ganz normal beworben praktisch und warst dann, hast mal mitbekommen, wie es aus Mitarbeitersicht auch ist. Ist das auch wichtig, um dann in der Geschäftsführung eben das nachvollziehen zu können, ein Stück weit, wenn man ganz normal als Mitarbeiterin da irgendwo auch gearbeitet hat? Ja, also beides. Bin ich über Kontakte eben in einem Autohaus. Das war dann in Osnabrück, habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Die waren gut mit meinem Opa befreundet. Aber da bin ich tatsächlich vorne im Service-Counter, habe ich gesessen und hab mit den Kunden, habe Kunden angenommen, habe das Telefon angenommen, habe echt einfach geguckt, wie laufen die Prozesse. Und tatsächlich da mal vorne, das ist eine ganz zentrale Position auch bei uns vorne, der Kunde. Mit was für Beschwerden kommen die Kunden? Wie geht man mit Prozessen um? Wie kann man Prozesse optimieren? Was fehlt eigentlich? Was ist aufwendig? Und das kann man alles nur beurteilen, indem man es irgendwie mal selber durchlaufen hat. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund. Verstehe. Und dann ist es aber doch klar gewesen, so Erst war eine zu. Wochenendentscheidung. Also wie alles in meinem Leben ist alles relativ spontan Ich und dachte, wird. alles ist eine Wochenendentscheidung, aber nee. Ja, Okay. so in der Art, genau. Also wir saßen Samstag zusammen und sagten, Mensch, wie sieht es denn aus? Ich sage, naja, dann, meine Mutter hatte dann gesagt, wir haben gerade Bedarf, also wenn du Lust hast, kannst du kommen. Und dann war ich Montag da und habe den Vertrag unterschrieben. Was war die Alternative? Praktikum in einem anderen Haus. Hatte aber auch noch nicht so richtig, wir sind erstmal nach Bremen gekommen und ja, bin mit offenen Armen quasi, hätte ich alle Erfahrungen irgendwie angenommen, aber. Und wie ist das? Also es war praktisch so, du warst mit dem Masterstudium noch nicht ganz fertig, aber warst schon Prokuristin, Nein, oder, aber nein, du nein. warst schon im Autohaus. Und Genau. Also okay. ich habe meine Masterarbeit nebenbei geschrieben, eben dann abends. Und war auch ein Aufwand, aber gut, war dann eben dann mal ein halbes, dreiviertel Jahr so. Und ja, dann bin ich eigentlich angefangen und habe verschiedene Projekte erstmal mit betreut. Und war klar, dass wenn du mit der Masterarbeit fertig bist, dass du dann Prokuristin Nein, wirst, oder? nein. Okay. Das ist eher so ein bisschen auch im Laufe der Zeit entstanden, weil wir gesagt haben, erstens brauchen wir so ein bisschen Flexibilität auch in der Unterschriftensammlung. Das heißt, es ist immer, wenn meine Mutter mal nicht da ist, im Ausland, im Urlaub, in anderen Häusern und wir brauchen schnell eine Entscheidung, wir brauchen schnell eine Unterschrift, dann ist das schon wichtig. Und es ist eben auch der erste Step zu sagen, okay, da kommt jemand, der dann auch in die Geschäftsführung geht. Auch für Mitarbeiter ein tolles Signal in dem Fall. Es wurde sehr gut aufgenommen und ja. Dann zerschießt sich meine nächste Aha, siehst Frage du? schon, weil du eben nicht die Sicherheit hattest, irgendwie während des Studiums. Also, du wusstest, was du da noch machst, hast eine Stelle, die du lange machen kannst. Also, du hast alles reingeworfen noch in die Masterarbeit, um das vernünftig abzuschließen. Ja, das war auch ganz wichtig. Also spiele auch mit dem Gedanken, vielleicht nochmal meinen Doktor zu machen, irgendwie sich wissenschaftlich nebenbei auch weiterzubilden. Und das war einfach, ich hätte jetzt den Masterabschluss nicht gebraucht, aber einfach für mich selber ist das eine super Sache und
Also du hast Spaß am Studieren, am wissenschaftlichen Arbeiten? Ja, würde ich schon sagen. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass mir das Studium jetzt in den Inhalten extrem viel gebracht hat, aber das ist, glaube ich, der Tenor, der häufig dann auch bei einem BWL-Studium Anklang findet. Aber gerade diese Einarbeitung in neue Themen, das ist super. Du hast es eben jetzt schon mehrmals angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was macht die Voigtmann-Gruppe Ja, die so? Voigtmann-Gruppe macht mehr, als es vielleicht von außen scheint. Also wir sind ein Familienunternehmen in der fünften Generation, seit 116 Jahren jetzt hier in Bremen. Mein Ur-Ur-Opa hat gegründet, damals noch als Schmiede, und entwickelte sich dann so weiter mit zwei Rädern, NSU-Fahrzeugen und dann irgendwann Ford und Jaguar Land Rover kam dazu. Und ja, wir sind Autohändler. Sowohl im Service, eben in der Werkstatt. Wir reparieren, wir verkaufen Neuwagen, Gebrauchtwagen. Wir haben eine Abschleppgesellschaft, die Partner des ADACs ist. Und wir sind Teile-Großhändler für Ford-Teile mit 40 angeschlossenen Werkstätten. Das heißt, wir sind eben auch ein Logistikzentrum hier für den norddeutschen Raum, an dem wir bis an die Küste die unsere Teile versenden, an freie Werkstätten, an Vertragswerkstätten. Und ja, so, das ist so. Einmal umrissen. Abschleppdienst, vielleicht macht ihr euch ein Stück weit unbeliebt jetzt damit. Arbeitet ihr dann für die Stadt Bremen? Also wenn jemand falsch parkt, stellt ihr gegebenenfalls dann das nötige Fahrzeug zur Verfügung, um denjenigen abzuschleppen? Wenn das in unserem Zuständigkeitsbereich liegt, dann ja. Oder wenn zum Beispiel eben auch große Unfälle oder so sind, oder Unfälle auf den Autobahnen und der ADAC wird gerufen, dann kommen wir und schleppen ein. Genau. Okay, und holt man die dann auch auf eurem Hof ab oder ist Richtig. dann. Okay, verstehe. Das heißt, einige kennen vielleicht auch die Voigtmann-Gruppe daher, da das abgeschleppte Auto dort zu finden Das war. könnte so sein. Verstehe. Einfach aus Interesse. Wie funktioniert das dann? Also bezahlt man dann euch oder verdient die Stadt was daran mit oder wie ist da so das Geschäftsmodell Ja, beim das Abschleppen? geht dann über den ADAC, läuft das. Okay. Da hat man dann feste Tarife und genau. Wir machen aber auch die Abschlepp- und Bergungsgesellschaft, ist für uns vorwiegend auch in der Gruppe interessant, weil wir eben Fahrzeuge zwischen den verschiedenen Standorten hin und her disponieren müssen. Das heißt, wir haben einen Platz, da kommen erstmal die Neuwagen an. Neuwagen dürfen ja nicht auf Rädern bewegt werden. Ja. Die müssen dann zu einem Standort, zu dem sie auch ausgeliefert werden. Da gibt es dann die Ablieferungsinspektion und ja, genau. Okay, das heißt, das Abschleppen ist für euch auch in gewisser Weise so ein Genau, Logistikdienstleister für euch selbst genau, im Unternehmen. genau. Okay, wie viele Standorte habt ihr denn aktuell? Aktuell haben wir sechs Standorte hier in Bremen und umzu, also ich glaube vier in Bremen, dann in Delmenhorst haben wir einen in Wildeshausen. Genau, und weiten uns jetzt auch noch nach Bremerhaven aus, da haben wir einen Standort oder ein Grundstück gekauft, da gehen wir auch noch nach oben. Wann wollt ihr da eröffnen? Ja, wir haben so ein bisschen dieses Jahr abgewartet, wir haben das Grundstück schon, aber die Kosten für den Bau sind ja momentan extrem hoch, dass wir ein bisschen abgewartet haben, aber spätestens im nächsten Jahr werden wir bauen. Und bevor man sich so ein Grundstück kauft, bevor man sich für einen Standort entscheidet, wird erstmal geprüft, wie profitabel ist das? Gibt es da überhaupt die Nachfrage oder ist das immer auch so ein bisschen so ein Gefühl, was man da. Ich glaube, es spielt alles zusammen, aber gerade im Autohandel haben wir es ja auch der Fall, dass wir sind ja Vertragspartner oder wir sind herstellergebunden und für die Hersteller gibt es verschiedene Gebiete, in denen du operieren darfst. Das heißt, es darf nicht einfach der Händler aus Hamburg, darf jetzt nicht einfach ein Grundstück in Bremen kaufen und sagen, ich mache jetzt hier einen Jaguar Land Ja. Rover Standort auf, weil das sind eben gewisse Gebiete. Und uns gehört eben das Gebiet oben im Norden, im Bremerhaven-Bereich. Und da durften wir uns dann auch eben ausweiten. Und wir haben uns natürlich auch den Standort angeguckt, haben geguckt, auch gerade ich sag mal, Bremerhaven an sich ist jetzt nicht gerade einkommensstark, aber gerade das Gebiet, was drumherum liegt, der Speckgürtel und ja, genau. Du sprichst die Marken die ganze Zeit schon an. Welche Marken habt ihr denn alle im Portfolio? Genau, also wir sind langjähriger Ford-Partner seit rund 60 Jahren jetzt. Gerade im Nutzfahrzeugbereich hier ein starker Partner. Dann haben wir Jaguar Land Rover seit 1999 und haben jetzt im letzten Jahr ganz frisch dazu genommen die Marke MG. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen Evoque. Ist der bei euch auch irgendwie mit Genau, drin? Welche Marke ist das? das ist ein Land Rover in dem Fall. Irgendwann mal ein älteres Fahrzeug, was wir hatten. Momentan haben wir ja Fahrzeugnot und ja, genau. Verstehe. Das heißt, es ist aber auch klar, wenn man bei euch arbeitet, dass man ein Auto von euch fährt, oder?
Nein, da sind wir ganz offen. In der Familie ja, also mein Freund darf sich kein anderes Fahrzeug aussuchen. Das ist schon geregelt, aber ansonsten gibt es natürlich gewisse Konditionen, die die Mitarbeiter nutzen dürfen, aber jeder ist auch frei, sich das Fabrikat seiner Wahl zu. Okay, mit die müssen dann auch nicht weiter draußen parken als die anderen, oder gibt es da schon dann so die besten Parkplätze für die eigenen Nein, die Autos? besten Parkplätze sind für die Kunden da. Okay, na das natürlich. Genau. Also, weil es gibt ja das Gerücht zumindest, dass bei Mercedes so die Leute, die kein Mercedes fahren, die Um Benachteiligten sind, Gottes Willen, nein. was das angeht, Nein. weil es da ja auch einen Mitarbeiterrabatt eben Ach gibt. so. Aber das baue ich auch so, also dass ihr euren eigenen Leuten da preislich entgegenkommt, oder ist es Ja, da für die gibt's, ganz. nein, da gibt's, also da gibt's grundsätzlich, wird dann mit der Geschäftsleitung gesprochen und dann gucken wir, was wir mit dem Fahrzeug machen können. Und da gibt es dann zum Vorzugskauf, genau. Verkauft ihr denn nur Autos oder vermietet ihr auch welche? Grundsätzlich verkaufen, also es gibt ja verschiedene Modelle des Fahrzeugverkaufs. Wir haben ja die Finanzierung eines Fahrzeugs, Leasing, wir haben den normalen Barkauf. Momentan kommt das Auto-Abo, so nennt es sich. Das wären wieder die nächsten Fragen gewesen, aber okay. Ah, das kommt gerade, das ist so ein bisschen zu vergleichen mit dem Vermietgeschäft. Genau, das sind wir aber noch nicht so weit. Liegt aber daran, dass es momentan zu wenig Fahrzeuge gibt, um sich selber die Fahrzeuge in den Bestand zu holen. Das heißt, da ist eben, geht das Fahrzeug an den Kunden, ja, hat einen Vorrang. Okay, du nochmal direkt privat gefragt, hast du denn ein gekauftes Auto von euch oder liest du es auch bei euch oder wie Genau, ist das? das ist ein Firmenfahrzeug quasi Okay, dann, verstehe. genau. Gibt es denn eine Empfehlung, die du Kunden aussprechen würdest? Was ist am besten? Leasen, finanzieren, kaufen? Da kann man, also grundsätzliche Empfehlungen kann man gar nicht geben. Also muss man immer gucken, so, was möchte der Kunde, was passt irgendwie in sein, erstens in sein Budget, was passt in seine Lebenslage, möchte er gerne ein Auto für sich haben oder ist er damit zufrieden, dass er erstmal nur ein Auto in Anführungsstrichen für eine längere Zeit fährt, es dann irgendwann wieder zurückgibt, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ja, genau. Aber eine grundsätzliche Empfehlung kann ich da nicht geben. Verstehe. Was ich mich bei Autohäusern immer schon gefragt hat, gibt es, also es gibt ja Unternehmen, die haben diesen USP, dieses Alleinstellungsmerkmal. Klar, alle Autohäuser haben, oder es gibt Autohäuser, die haben die Marke, die anderen haben die Marke. Dann gibt es vielleicht irgendwie ein besonders freundliches Personal, was ja ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Aber gibt es so dieses totale Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß nicht, gibt es Champagner für jeden, der irgendwie ein Auto bei euch kauft? Oder also gibt es sowas da in der Branche so Also, richtig? ich weiß nicht, also grundsätzlich, ob es da wirklich das Alleinstellungsmerkmal schlechthin gibt, weiß ich nicht. Jeder regelt das so ein bisschen für sich. Mit Sicherheit gibt es ein kleines Übergabegeschenk für den Kunden, ob es nun der Champagner ist, wobei Drink and Drive ist nicht gerade so gut, aber zum Beispiel ein kleiner Blumenstrauß oder so. Was wir für uns sehen, ist ganz klar die Weiterbildung der Mechatroniker. Also wir sind so weit ausgebildet, dass viele andere Händler von außerhalb uns zum Beispiel schwierige Fälle geben. Weil sie sagen, sie kommen da nicht weiter, sie haben das geschulte Personal nicht. Gerade was auch Elektromobilität angeht, dass man da extremst investiert, sowohl ins Know-how als auch in die Ausstattung, um da eben am Zahn der Zeit zu sein. Das Genau. heißt, damit verdient ihr eben dann auch Geld, indem ihr anderen helft, Autos wieder auf Vordermann zu bringen. Genau, es ist halt ein Geben und ein Nehmen, ja. Okay, aber ihr seid die Spezialisten, wenn es Fragen gibt. So würde ich das nennen, ja. Macht ihr das dann auch nur für eure Marken, die ihr im Portfolio habt dann? Oder kann man auch mit einem, ich nenne jetzt mal eine deutsche Automarke, VW zu euch kommen? Kommt drauf an, mit welchem Anlass. Also grundsätzlich zum Beispiel muss man ja unterscheiden zwischen Inspektionen. Das sind regelmäßige Wartungsintervalle, die ein Fahrzeug durchlaufen muss, Ja. damit man eben auch eine gewisse Garantiebestimmung einhalten kann. Aber zum Beispiel mit Garantiearbeiten, die dürften wir für andere Autohersteller nicht machen. Liegt dran, wir haben nicht die Originalteile, die müssen einen gewissen Garantieprozess durchlaufen und die müssen eben in der Vertragswerkstatt gemacht werden. Aber ein normaler Ölwechsel, Räderwechsel, Bremswechsel und was da alles zugehört, das können wir auch gerne Und wie sieht das aus? Ihr habt ja ein paar Marken im Portfolio. machen. Schließt man mit denen direkten Vertrag, dass man die Autos verkaufen kann? Oder wie funktioniert so das Geschäft Genau, hinter also den? Angenommen, ihr grundsätzlich. wollt ein Autohaus gründen, also ich möchte ein Autohaus gründen und möchte mir Marken ins Portfolio holen. Wie gehe ich vor? Dann, wenn man exklusiv sein möchte, dann muss man mit dem Hersteller sprechen. Gibt es einen Bedarf, den der Hersteller dort in dem Gebiet auch decken kann? Gibt es vielleicht vorab schon irgendwie einen anderen Vertragshändler, der dort ist?
Und dann wird ein Vertrag geschlossen. Genau. Es gibt ja momentan unterschiedliche Vertragsmodelle. Es gibt den normalen Händlervertrag, das heißt, wir kaufen die Autos beim Hersteller ein und verkaufen sie dann weiter, halten sie dann kurz in unserem Lagerbestand. Mittlerweile gibt es aber auch zum Beispiel mit MG die Möglichkeit, Agenturverträge aufzusetzen. Das heißt, wir handeln gar nicht mehr im eigenen Namen. Das heißt, das Fahrzeug wird nicht auf unsere Rechnung an den Kunden fakturiert, sondern wir sind nur noch vermittelnder Agent, nennt man das, und vermittelt das Fahrzeug im Namen des Herstellers. Okay, das heißt, ihr kassiert die Provision sozusagen, aber nicht vom Kunden, also doch vom Kunden schon irgendwie indirekt, aber die Zahlung gibt es dann von MG. Genau, also das ganze Vertragsmodell oder die ganze Vertragslage wird zwischen dem Hersteller und dem Kunden geschlossen. Wir sind dort außen vor. Und für die Tätigkeit, dass wir etwas vermitteln, dass wir den Kunden mit dem Hersteller vermitteln, gibt es eben eine Provision. Okay, und wenn ich jetzt aber mit einer anderen Marke, sagen wir mit Jaguar zum Beispiel den Vertrag habe, dann ist es, ich muss Jaguar die Autos abkaufen Genau. und wenn ich sie dann nicht loswerde, ist es mein Problem oder wie ist das vertraglich Genau, geregelt? da, man steht dann selber im Risiko. Also grundsätzlich gehört ja zu einem Vertrag nicht nur, wir unterschreiben Vertrag und dann darfst du Autos bei uns abkaufen, sondern da gehören ja auch verschiedene CI-Anforderungen zu, zum Beispiel. Also dass man, der Showroom muss eine gewisse Richtlinie entsprechen, es gibt Lagerwagenrichtlinien, es gibt Schulungsrichtlinien, Ausstattungsrichtlinien, die man eben ja, erfüllen muss, um dann auch zertifizierter Autohändler zu sein für die Marke. Ihr bekommt das Auto aber wahrscheinlich deutlich günstiger, als der Kunde es dann bekommt, weil ihr ja irgendwo mit auch Geld verdienen müsst. Wie hoch sind so die Margen üblich in der Branche, also für so einen Autoverkauf? Kann man überhaupt nicht sagen. Es ist wirklich ganz Von bis, kannst du da unterschiedlich. so wenigstens einen ganz groben Rahmen setzen? Zwischen 2% und 12%, irgendwie so. Also, dass man, also das ist, wir kriegen ja eine gewisse Grundmarge auf das Fahrzeug und einen Teil der Grundmarge geben wir dann an den Kunden weiter. Das ist aber jetzt nur im Händlervertrag so, im Agenturvertrag ist es so, dass der Preis fix ist. Wir als Händler haben gar keine, oder als Autohändler haben keine Preishoheit mehr. Wir dürfen den Preis nicht beeinflussen. Okay, kannst du denn sagen, wie hoch die durchschnittliche Marge bei euch im Unternehmen ist? Also so ganz ungefähr, es ist wahrscheinlich, also es kommt wahrscheinlich aufs Auto, aufs Es Modell, auf kommt, die genau, Marke, es auf alles an, aber yes. so Pi mal Daumen. Boah, das, also da kann ich fast gar nichts zu sagen, weil es ist Unterschied zwischen privat, zwischen einem Flottenkunden, der, keine Ahnung, 500 Fahrzeuge abnimmt, zwischen einem Habt ihr solche Kunden? Gewerbekunden. Ja. Okay, da muss ich einmal reingrätschen schon, ich komme gleich auf die Marge nochmal zurück, aber wer nimmt 500 Fahrzeuge ab? Das sind meistens dann Unternehmen, die selber mit Autos dann auch handeln oder die Autos Okay, und für irgendwie. die ist es profitabel, bei einem anderen Autohändler dann Autos, sind es die Das ist Gebrauchtwagen dann dann? kein eigener Autohändler, sondern die haben dann andere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Carsharing. Okay. Ja. Okay, aber wenn ihr so eine Anfrage für 500 Autos bekommt, habt ihr ja irgendwie ein paar Monate schon mal sicher für das Jahr irgendwie. Oder wie sieht das aus? Ja, es steckt ja auch ein wahnsinniger Aufwand hinter. Und meistens werden so große Verträge dann auch direkt mit dem Hersteller besprochen. Und Okay. da ist dann der Hersteller mit im Boot und dann wird quasi da so ein Rahmenabkommen geschaffen. Und da seid ihr Genau. praktisch auch eher Vermittler dann am Ende als. Richtig, genau. Okay. Und die Marge nochmal, um darauf zurückzukommen, hast du da so eine. Kann ich gerade gar nicht Wie sagen. sind die Margen bei Jaguar vielleicht so ungefähr? Bei Jaguar liegen irgendwo im mittleren einstelligen Prozentbereich. Okay, das heißt, ihr müsst aber schon die meisten Autos, die ihr irgendwie bei Jaguar kauft, zum Beispiel auch verkaufen, also dass es sich lohnt am Ende des Jahres, oder? Genau. Und wie schätzt man das so ein? Also ihr kauft wahrscheinlich nicht 200 Fahrzeuge auf einmal irgendwie, das wäre vielleicht ein bisschen zu risikoreich, aber wisst ihr vorher dann, der Kunde kommt und will das und das, oder ihr müsst ja schon ein bisschen auch Genau, es gibt ja einen darauf. Unterschied, ob wir vorher kaufen und die Fahrzeuge uns auf Lager stellen und dann Lagerfahrzeug verkaufen oder ob der Kunde tatsächlich bei uns bestellt. Wir bestellen beim Hersteller und dann kommt das bestellte Fahrzeug in wie so eine exklusive Konfiguration. Okay, das kann man aber auch machen und es lohnt sich dann für den Kunden bei euch zu bestellen, anstatt bei Jaguar direkt, weil. Das geht nicht.
Bei Jago direkt kann man nicht bestellen. Okay, Genau, also ah, man geht okay. quasi über den Händler und wir sind quasi vor Ort dann der Ansprechpartner, wenn es um Jago geht. Okay, das heißt, wenn so ein Fahrzeug aber bei euch bestellt wird, kann man sich es nicht vorher angucken oder habt ihr praktisch jedes Modell einmal? Genau, wir haben eigentlich jedes Modell einmal da. Natürlich nicht in jeder Ausstattungsvariante und mit jedem Zubehör, was es gibt. Ja. Aber grundsätzlich, die Modelle sind eigentlich von jedem Fahrzeug immer vor Ort. Und das kann man dann auch fahren. Genau. Die Fahrzeuge kauft ihr dann aber bei Jaguar oder sagt Jaguar dann praktisch, das macht Sinn, ihr habt einmal das Modell sozusagen, das müsst ihr nicht kaufen, sondern, Nee, oder genau, wie, das das ist. kaufen wir schon. Also es wird uns nicht zur Verfügung gestellt, sondern das kaufen wir dann für uns, für den Showroom. Da gibt es dann verschiedene Vorgaben und ja. Okay, verstehe. Den Großteil der Fahrzeuge, die ihr verkauft, aber die habt ihr dann nicht bei euch auf Lager stehen, sondern die werden meistens dann, nachdem irgendwie das Auto Probe gefahren wurde, bestellt. Genau. Okay. Dann hast du es ja schon angesprochen, irgendwie, dass es zu wenig Autos aktuell gibt. Ich mache gerade meinen Führerschein ein bisschen. Man sagt ja, die Gebrauchtwagenpreise gehen dadurch auch in die Höhe, weil die irgendwie wieder beliebter werden. Also schlecht für mich. Was aber auch bei Neuwagen, was ich jetzt öfter mitbekommen habe, gerade umso höher das Preissegment ist, umso länger sind Lieferzeiten für solche Autos. Wie ist es denn, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte das Budget zur Verfügung und komme jetzt nach meinem erfolgreichen Abschluss des Führerscheins und 18. Geburtstag zu euch und möchte den Jaguar bestellen? Mit wie viel Lieferzeit kann ich rechnen, bis ich ihn dann auf dem Hof stehen habe? Das kommt tatsächlich ganz darauf an, welche Ansprüche man hat. Also mit Sicherheit haben wir einige Fahrzeuge, die wir noch vor Ort haben. Wir haben auch junge Gebrauchte da. Da muss man eben gucken, passt das zu den Anforderungen, die man selber hat. Wenn man jetzt tatsächlich neu bestellt, kommt es ganz darauf an, was für genaue Wünsche man hat. Es sind ja immer noch das Problem der Chipkrise oder der Halbleiter. Dann haben wir Kabelbäume, die zum Teil fehlen. Das heißt, verschiedene Elemente des Fahrzeuges sind zum Teil länger nicht lieferbar. Das heißt, das Fahrzeug rutscht in der Produktion auch nach hinten. Ich würde schätzen zwischen 9 und 18 Monaten. Krass. Okay, das heißt, ich wäre vielleicht schon fast 20 dann, bis ich mein Wahrscheinlich, Auto habe. deswegen würden wir dann wahrscheinlich empfehlen, wahrscheinlich das, was wir gerade vor Ort haben oder wo wir eine Gewissheit haben, dass wir eine gewisse Produktionseinplanung haben. Genau. Und junge Gebrauchte, einfach jetzt nur, vielleicht hört ja noch jemand anders zu, der sich einen Jaguar kaufen möchte. Die sind dann ein Jahr gefahren worden oder was genau sind junge Gebrauchte? Genau, es gibt unterschiedlich, entweder sind junge gebrauchte Fahrzeuge, die vorher wir als Vorführwagen gefahren haben, das heißt, wir lassen Fahrzeug zu, ist noch ein Neuwagen, haben dann das Fahrzeug für Probefahrten, für die Verkäufer, die das Fahrzeug fahren. Und dann so nach einem Jahr, halben Jahr, Jahr werden die Fahrzeuge dann aussortiert, dann kriegen wir neue Fahrzeuge und die Fahrzeuge gehen dann als junge Gebrauchte raus. Wie weit ist der Wertverlust für euch? Also wie viel günstiger muss man dann so ein Auto anbieten? Kommt drauf an, wie viel der gefahren ist, also hat man ja eine normale Abschreibung, dann wie viel ist der gefahren, wie ist der vom Zustand. Ich muss noch mal irgendwie fragen, dass ich so eine Vorstellung habe. Das kann man wahrscheinlich immer ganz abhängig vom Modell, aber sind es dann eher 5%, die man runtergeht oder 25% Wir oder? sind wahrscheinlich eher Richtung 25%, also Richtung Okay, 5 verstehe. Prozent. Also, und kann man trotzdem dann auch so einen jungen Gebrauchten leasen bei euch oder muss man den dann schon kaufen oder finanzieren? Den Junggebrauchten kann man leasen, aber wird vorzugsweise der gekauft oder finanziert. Meistens ist es eine Finanzierung, Okay, die dann kommt. verstehe. Gut, dann ist da schon mal was abgearbeitet für diejenigen, die vielleicht nach dem 18. dann einen jungen Gebrauchten. Nein, man kann es ja auch irgendwie, wenn man 20 Jahre älter ist, einen jungen Gebrauchten kaufen. Gehe ich mal Mit von aus Sicherheit, mit zumindest. Sicherheit. Also. Das heißt aber, um nochmal zum Preislichen zurückzukommen, ihr habt einen Einkaufspreis und könnt dann aber relativ frei entscheiden, wie ihr den Verkaufspreis ansetzt oder gibt es da auch einen Rahmen, an den ihr euch halten müsst? Grundsätzlich sind wir da frei. Es gibt dann UVP und ja. Hält man sich an den meistens? Ja. Okay, aber ihr könntet theoretisch, wenn, also klar, es gibt natürlich auch irgendwie der Markt, der ein bisschen den Preis bestimmt, aber wenn Mit es das Sicherheit, ja. hergibt, könntet ihr auch nochmal 2.000, 3.000, 4.000 höher gehen. Könnten wir. Nur, ich sag mal, die Produkte sind ja auch irgendwo austauschbar. Ja. Und der Kunde ist mittlerweile ja auch bereit, nach Hamburg, nach Hannover, nach was weiß ich zu fahren und guckt ja auch schon im Internet nach den Preisen der Fahrzeuge. Und da muss man eben einen wettbewerbsfähigen Preis auch haben. Du warst da wahrscheinlich noch lange nicht im Unternehmen, aber als das Internet so langsam kam, gab es euch ja schon. Hat das den Autohäusern geschadet auch? Also, dass die Leute, also früher war es ja so, man hätte auf gut Glück nach Hamburg fahren können ins Autohaus, aber wenn ihr es 2000 Mark vielleicht damals noch teurer gemacht habt,
hat der Kunde vielleicht auch gesagt, gut, nehme ich, weil es eben nicht diesen Vergleichswert gab. Klar, es gab Kataloge und sonst was, aber heute bekommst du ein Preisangebot und ich kann es direkt googeln und schauen, ah nee, das ist da und da günstiger oder so. Hat das so der Autohausbranche geschadet in gewisser Also, Weise? wenn wir uns den Trend der Autohausbranche mal angucken, dann sieht man schon, dass auch in den letzten Jahren die Preise der Fahrzeuge immer weiter runtergegangen sind und die Autohändler sich eigentlich gegenseitig immer unterboten haben, um möglichst den Kunden zu halten. Was für den Kunden aber eigentlich, ja, er hat in dem Fall den Vorteil, dass das Fahrzeug günstiger bekommt, muss dafür aber weiterfahren, hat keinen regionalen Ansprechpartner, muss dann das Fahrzeug wieder herholen, kommt dann zu uns in die Werkstatt. Den nehmen wir natürlich herzlich gerne auch in die Werkstatt. Aber es ist immer schön, den Kunden von vorne bis hinten eben zu betreuen. Und angenehmer ist es eben, wenn der Kunde eigentlich das Gefühl hat, der Preis, den er auch regional vor Ort angeboten bekommen hat, ist ein wettbewerbsfähiger Preis. Das heißt, der Vorteil bei euch ist, man hat dieses Betreuungspaket noch dazu oder muss man das auch dazu buchen oder wie sieht das Nein, also aus? grundsätzlich sind wir ein Ja. Dienstleister und die Arbeit mit dem Kunden, es muss natürlich kundenorientiert sein. Und wir sind natürlich sehr daran interessiert, den Kunden von vorne bis hinten dann auch zu betreuen. Er kommt bei uns in die verkauft ein Auto, gibt vielleicht noch ein Auto in Zahlung, welches dann bei uns in die Gebrauchtwagenabteilung geht, kommt dann irgendwann in die Werkstatt und so weiter. Und wie lange geht diese Betreuung oder so lange, wie man das Auto fährt? Solange wie man das Auto fährt und auch darüber hinaus. Was viele ja bei Gebrauchtwagen so haben, dieses, es ist ein gebrauchtes Auto, ist vielleicht anfälliger irgendwie für mehr Reparaturen, dass es vielleicht Teile kaputt gehen, ausgetauscht werden müssen, dass es relativ schnell teuer werden kann. Dann sagt man ja so im Volksmund praktisch irgendwie, dass die Autos ja auch immer kurzlebiger werden und sowas alles. Und das macht den Ruf des Gebrauchtwagens ja ein Stück schlechter, als er vielleicht eigentlich ist. Oder würdest du auch sagen, wenn man Gebrauchtwagen kauft, muss man schon davon ausgehen, dass man früher auch was in Reparaturen und Co. stecken muss? Also mit Sicherheit darf man einen Gebrauchtwagen nicht mit einem Neuwagen vergleichen. Bei einem Gebrauchtwagen kann man sich aber trotzdem noch, auch noch bei uns auch, verschiedene Anschlussgarantien und Anschlussversicherungen eben dazu buchen, dass man sagt, man sichert sich da ab. Zu differenzieren ist hier, glaube ich, zwischen ich kaufe ein Auto bei einem Privat und ich kaufe ein Auto bei einer Vertragswerkstatt. Weil wir als Vertragswerkstatt garantieren dann auch, dass das Fahrzeug in Ordnung ist. Das heißt, wir schieben das Fahrzeug durch die Werkstatt, wir gucken es uns von vorne bis hinten nochmal an, tauschen gegebenenfalls Teile aus, die dann vernünftig sind, weil wir eben auch wollen, dass die Fahrzeuge in gutem Zustand und in gutem Gewissen eben auch beim Kunden ausgeliefert werden. Und wir haben dann ja auch nochmal, wenn der Kunde innerhalb von einer bestimmten Zeit was an seinem Fahrzeug hat, kann er nochmal wiederkommen und wir reparieren das dann, wenn es auf einen vorherigen Schaden irgendwie zurückzuführen ist. Okay, und angenommen, ich werde jetzt 18, finde einen jungen Gebrauchten gut bei euch, kaufe den, bin super zufrieden und ein Jahr später geht der Motor kaputt. Kann Dann ich dann wird zu euch kommen und kriege einen neuen jungen Gebrauchten oder dann tauscht ihr den Motor aus oder wie? kommt ganz darauf an, wie der Motor kaputt gegangen ist. Ich sag mal, wenn man vorher in einer anderen Werkstatt war und da wurde das falsche Öl aufgetankt und das Öl hat den Motor jetzt kaputt gemacht, dann Dann können ist wir es mein natürlich, Problem. genau, dann können wir Okay. natürlich für nicht haften. Wenn wir das aber eben auf etwas zurückführen können, was irgendwie an dem Fahrzeug vorher war, dann reichen wir das eben auch bei Ford dann eben mit ein und gucken, dass wir dann da dem Kunden entgegenkommen. Okay, wenn ihr das feststellen könnt, oder müsst ihr praktisch feststellen, dass es nicht von euch kommt? Also wie ist das? Muss ich als Kunde dann beweisen, dass es euer Fehler war? Oder müsst ihr praktisch mir als Kunde beweisen, dass es nicht euer Fehler war? Wie ist da das geregelt in dem Da gibt es Step? eigentlich ziemlich genaue, ich sag mal, die Fahrzeuge und die Motoren, die sind ja auch schon lange überprüft. Das heißt, wir haben viele Vorfälle, die mit den Fahrzeugen mal passiert sind, dass man da Präzedenzfälle hat. Grundsätzlich regelt es dann aber auch also das Gesetz. Man hat eine gewisse Zeit, in der eben ein Fehler auftreten darf, wofür dann der Händler dann auch nochmal wieder in Anspruch genommen werden kann. Okay, und sonst muss ich diese verlängerte Genau. Garantie abschließen, dann. Das ist sowieso immer zu empfehlen, auch wenn Okay. es im ersten ja, anscheinend ein bisschen teurer ist, ist es aber immer ja, zu empfehlen. Ich meine, man schließt ja auch keine Lebensversicherung ab, weil man irgendwie sterben möchte, sondern Nee. es ist eben etwas, wo man sich dann im Hintergrund absichert. Das stimmt. Also auch noch eine kleine Empfehlung für eine Lebensversicherung ausgesprochen. So in der Art, ja. Mir ist tatsächlich heute auf dem Weg an mir ein Auto vorbeigefahren, wo auf dem Kennzeichen unten Voltmann drauf stand. Ah, man muss selektive Wahrnehmung. Richtig. Das kann Zufall gewesen sein. Wahrscheinlich fahren aber auch ein paar mehr Autos von euch durch Bremen. Ja. Aber das ist ja dieser Kennzeichen, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Kennzeichenhalterung. Richtig.
Die gibt es wahrscheinlich immer, ist wahrscheinlich standardmäßig immer dran, wenn man bei euch ein Auto kauft. Genau. Kann man aber auch einfach austauschen. Richtig. Gibt es irgendwie Rabatt, wenn man die dran behält oder sowas? Oder ist das einfach Nein, so das ist erstmal ein Service, dass das Kfz-Schild auch in seiner Position bleibt. Aber wenn man beispielsweise selber ein Unternehmen hat und sagt, ich möchte gerne meine Werbung da unten raufpacken, ist das natürlich überhaupt kein Problem. ein Service am Ende ja aber auch kostenlose Werbung für euch, die man So in die Richtung, genau. mitnimmt da. Ja. Okay, und hat man da, ist das wirklich auch ein Marketing-Effekt, den ihr spürt? Also, dass Leute irgendwie, ihr habt 2000 Autos, die in Bremen gerade damit durch die Gegend fahren. Ist das was, wo man dann überlegt, wie designt man das vielleicht oder was schreibt man da drauf? Oder ist es dann so, man nimmt es wahr ein bisschen Ich und. glaube eher Letzteres. Okay. Also ja, dadurch, dass ja jeder Autohändler das so macht, steht irgendwo überall ein Autohandel oder ein Spruch drauf oder wie auch immer. Grundsätzlich ist natürlich aber die Präsenz im Markt wichtig, ne? Genau. Okay, verstehe. Das heißt, es geht eher darum, so ein bisschen wahrgenommen zu werden, umso größer. Also es gibt ja so zwei, drei Autohausnamen, die man kennt in Bremen, vielleicht auch, weil man sie da mal gesehen hat. Was ich mich aber noch frage, VW hatte ich ja ganz kurz angesprochen, du bist in der Branche aktiv, vielleicht weißt du da genaueres. Es gibt ja, vielleicht liege ich auch komplett falsch und muss mich korrigieren, aber zum Beispiel in Bremen mehrere Autohäuser, die für VW oder andere oder für VW-Marken verkaufen. Die werden ja auch mit VW irgendwie einen Vertrag geschlossen haben wahrscheinlich. Die treten ja in Konkurrenz dann gegenseitig in einer Stadt auch. Oder ist das VW egal oder gewollt oder wie sieht das aus? Das ist eine gute Frage. Wie das genau jetzt intern gehandhabt wird, das kann ich gar nicht genau sagen. Am Ende läuft es irgendwo in einen Konzern, aber jede Marke will ja für sich auch profitabel sein. Und ich glaube, beispielsweise ein Skoda darf man da nicht mit einem Porsche vergleichen. Das ist Klar. dann. Nee, also ich meine schon selbe Marken und Modelle, die dann verkaufen. Ich weiß es Ach nicht, so, ach also so. praktisch, dass das eine Autohaus im Bremer Osten das gleiche Modell verkauft wie im Bremer Westen. Da kann man natürlich sagen, fährt man durch ganz Bremen. Ich würde sagen, für ein Auto vielleicht schon. Habt ihr Konkurrenten, also direkte Konkurrenten in Bremen? Ja, wir haben auch direkte Konkurrenten in Bremen, aber wir sagen immer, Konkurrenz belebt das Geschäft und mal ist ein Kunde dort unzufrieden, kommt zu uns oder andersrum. Das ist so, aber ich glaube, Bremen ist groß genug, dass man sagt, man kann sich den Markt auch gut teilen. Okay, da entscheidet dann aber praktisch der Konzern, Da entscheidet der. wie viele Autohäuser er praktisch und Autohausketten er in einer Stadt haben möchte. Genau. Und müsst ihr das mit dem Konzern vorher absprechen, wenn ihr einen neuen Standort eröffnet? Oder ist praktisch euch das Gebiet zugeteilt und ihr könnt da 500 Filialen eröffnen, aber auch zwei Nein, haben? das ist natürlich abzusprechen. Da sind wir dann auch in einer Absprache und zu gucken, wie profitabel ist es denn überhaupt noch ein Autohaus aufzumachen neben den anderen? Können die anderen nicht erstmal den Markt, den es gibt, bedienen? Oder ist da noch so viel Potenzial offen, dass man da noch ein Autohaus zwischenschiebt? Und finanzieren die dann auch mit oder ist es praktisch, die haben die Entscheidung, aber geschäftliches Risiko geht ihr zu 100% ein? Ja, es kommt immer darauf an. Es gibt natürlich Zuschüsse vom Hersteller, was zum Beispiel auch Werbung angeht. Da wird man dann bezuschusst, um einfach dann hier regionale Präsenz zu haben. Aber grundsätzlich, ja, liegen die Aktivitäten bei uns. Gibt es das denn auch, dass der Hersteller sagt, oh, das Gebiet, da haben wir noch gar nichts, ihr seid einigermaßen in der Nähe, könntet ihr euch vorstellen, für uns da was zu eröffnen oder Ja. eigentlich nicht? Doch, eigentlich schon. Wobei man auch sagen muss, eigentlich, wenn man sich die Autohäuser in Bremen auch mal anschaut, es gibt ja auch relativ viele. Also es Ja. ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo einen weißen Fleck hätten, der nicht schon bedient wird. Okay, verstehe. Dann hast du es ja am Anfang auch schon angesprochen, die Zukunft der Autobranche ist für euch ja irgendwie elementar fürs Geschäft. Glaubst du, dass es den Verbrenner auf Ewigkeit geben wird? Den Verbrenner, so wie wir ihn kennen, jetzt wahrscheinlich nicht. Aber es wird, glaube ich, irgendwas anderes noch dazu kommen. Zum Beispiel? Wir haben ja Wasserstoff angebrochen, ist ja auch eine Brennstoffzelle. Da wird ganz, ganz, ganz viel drin geforscht, gerade auch was den Transportbereich angeht, also große LKWs, Fahrzeuge, die viel tragen, also viel Lasten aufnehmen müssen, die viel ziehen müssen, für die Elektromobilität nicht wirklich gut ist. Wir sagen, da geht Wasserstoff, glaube ich, in die richtige Richtung. Okay, das heißt, ihr glaubt an die Weiterentwicklung für Wasserstoff, dass es ganz normal wird, praktisch Wasserstoffautos zu fahren, oder? Ja, also
Ich finde es ganz schwierig, in die weite Zukunft zu gucken, weil wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, kann man erstmal sehen, wie viel hat sich eigentlich verändert. Und ich, für die nahe Zukunft, sage ich mal, 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen, die Elektromobilität wird sich extremst weiterentwickeln, gerade auch politische Entscheidungen, die auch getroffen werden, die das Ganze nochmal forcieren, aber eben auch die Möglichkeit, andere Technologien zu erschaffen, die das Problem vielleicht auch nochmal Wie ist das anders denn angehen. mit politischen Entscheidungen? Also ihr, würde ich mal behaupten, seid ja Experten in eurem Themenbereich oder ist nicht schlecht, wenn ihr seid zumindest. Und politisch ist ja vieles auch, es sind unterschiedliche Parteien, die teilweise mit ideologischen Ansichten an Themen drangehen, beziehungsweise die haben eine Mitgliedschaft, eine Wählerschaft, die das einfach so sieht, obwohl es vielleicht gar nicht so wissenschaftlicher Konsens ist. Das geht, glaube ich, in alle Richtungen. Also da trete ich niemandem auf den Schlips, wenn ich das so behaupte. Ärgert euch das teilweise auch, dass dann da so in eine Richtung gegebenenfalls entschieden wird, obwohl es wissenschaftlich auch möglich wäre, in die Richtung noch mitzugehen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so wissenschaftlich bewerten würde. Was wir sehen, das ist auch kein Geheimnis. Hier in Bremen soll das Auto aus der Stadt und das Auto wird auch ein bisschen verflucht. In gewisser Weise ist das ja auch richtig. Nur wir müssen eben aufpassen, dass die Politik nicht anfängt, nur noch vorzuschreiben und den Menschen oder die Menschen, die hier in Bremen leben, irgendwie einzuengen, sondern sich da eben auch frei zu machen und zu gucken, wir brauchen eine bedarfsorientierte, individuelle Mobilität. Mobilität heißt ja nicht nur, ich brauche ein Auto, sondern das Ganze kann auch über Lastenfahrräder oder über Nahverkehr geregelt werden. Aber zuvor zu schreiben, dass man zum Beispiel das Auto irgendwie rausverbannt, ist einfach nicht richtig, weil wir sehen es bei uns im Unternehmen zum Beispiel auch. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die wohnen gar nicht in Bremen. Die wollen gar nicht in Bremen wohnen und die können auch gar nicht mit Fahrrad oder Nahverkehr, wir haben es selbst auch versucht, die Arbeitsstätte erreichen. Das heißt, die sind angewiesen auf ihr Fahrzeug. Und es ist ja irgendwie ja auch ein bisschen ironisch, wenn du jetzt oder ihr Werbung dafür macht, zu euch praktisch mit den Öffis zu kommen, wenn ihr praktisch vom Autogeschäft lebt. Ich höre aber raus von der Landesregierung, ihr seid nicht die größten Freunde, oder? Naja, gewisse Entscheidungen sind, glaube ich, nicht ganz richtig. Den Menschen einfach vorzugeben, das Auto muss weg oder es soll weniger Auto gefahren werden. Ja, mit Sicherheit sind viele Strecken, die wir auch in Bremen machen, nicht mit dem Auto notwendig. Aber wenn du das jetzt sagst, ist das nicht in gewisser Weise, spricht das nicht auch gegen euer Geschäftsmodell? Aber wir sind Mobilitätsanbieter und Mobilität muss sinnvoll sein und wir wollen nicht jeden Menschen mit einem Auto bekleiden, der es eigentlich gar nicht benötigt. Aber wir wollen die Menschen, die wirklich das Auto brauchen, gerade zum Beispiel der Gewerbebereich, der angewiesen ist auf sein Auto, Ja. der das Auto braucht, um seine Geschäfte weiterzuentwickeln. Oder eine Familie mit 3 Kindern, die zum Arzt und zum Sport und zur Schule muss und das Ganze nicht über Öffis gemacht werden kann. Die bräuchten ein Fahrzeug und für die sind wir da. Okay, und bundesweite Regelungen wie Förderprämien für E-Autos, für Hybride und sowas, das beeinflusst ja schon direkt euer Geschäft Absolut. auch. Wir haben jetzt gerade ganz aktuell damit zu kämpfen gehabt, dass keine klare Entscheidung bezüglich des Umweltbonus gab. Also es gab lange Zeit, wussten wir gar nicht, kommt der Umweltbonus überhaupt wieder und das hat auch sich auf die Kunden ausgewirkt. Die Kunden waren unsicher und gesagt, pff, also entweder ich kaufe jetzt ein Fahrzeug, was in diesem Jahr noch zugelassen wird, damit ich den Umweltbonus noch mitnehmen kann, oder ich entscheide mich gar nicht und muss abwarten. Und das hat eine totale Unsicherheit herbeigeführt. Aber klar, dieser Umweltbonus hat dazu geführt, dass also die Elektromobilität nochmal einen richtigen Boom hatte. Und nervt euch das so ein bisschen, dass dann Politik so langsam ist und das euch direkt im Geschäft beeinflusst? Zumal das vielleicht im politischen Berlin dann gar nicht so allen bewusst ist, was das fürs tägliche Geschäft bei euch heißt. Mit Sicherheit. Also wir können halt nicht richtig planen und auch die Hersteller, auf die wir ja auch angewiesen sind, können nicht richtig planen mit ihren Voluminas. Was können wir ausgeben? Zum Beispiel, was ist mit dem Plug-in-Hybrid? Macht der in der Preisstruktur noch Sinn, wenn der Umweltbonus wegfällt? Und wir einfach, wenn wir entwickeln ja auch zusammen mit unserem Gewerbekunden zum Beispiel Mobilitätskonzepte. Wir sagen, okay, wie kann eine Mobilität von morgen aussehen? Wie können wir weitermachen? Wenn da aber die Unsicherheiten sind, was von der Politik vorgegeben wird, dann wird es schwierig, eben da in Zukunft zu gucken. Wie lange glaubst du denn, gibt es noch den klassischen Verbrenner?
Wie lange rechnet ihr damit, noch den zu verkaufen? Also bis 35 soll er ja komplett eingestellt werden. Von unseren, wir sind ja Hersteller gebunden, wie schon gesagt, gibt es verschiedene Vorgaben, die den Verbrenner auch schon vorher rausziehen wollen. Also ich würde schätzen, dass wir ja, bis 2030, 35 dann irgendwann den klassischen Verbrenner, so wie wir ihn kennen, im Neuwagenbereich nicht mehr verkaufen. Okay, und ihr habt ja auch das Gebrauchtwagengeschäft. Mhm. Es wird ja irgendwie Verbrenner von den Straßen, die zu verbieten. Mhm. Erstmal geht ja nicht. Mhm. Gibt es da denn schon Planung, Regelung? Ihr seid vielleicht ja auch ein bisschen näher dran, was politisch geplant wird, weil es gibt wahrscheinlich Verbände, ähnliches, Interessenvertretungen und sowas, die das alles alle mit einbezogen werden. Ab wann vielleicht auch Gebrauchtwagen als Verbrenner nicht mehr verkauft werden sollen? Oder wisst ihr da nichts von einem Limit? Das, glaube ich, kann man gar nicht genau sagen, weil wenn wir uns vorstellen, ich glaube, es sind noch über 95% der Fahrzeuge auf den Straßen sind Verbrennern, die alle zu ersetzen. Und ist ja auch die Frage, wie nachhaltig ist es, ein Fahrzeug vorzeitig aus dem Verkehr zu nehmen, nur um ihn durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Also Nachhaltigkeit ist ja einmal eine gewisse Langfristigkeit, wie lange halten die Dinge, die man dann ja auch in Ressourcen in das Auto gesteckt hat, als auch was kommt dann am Ende beim Auspuff heraus. Die Diskussion gibt es ja sowieso, wie viel Kilometer muss man mit dem E-Auto fahren, dass es wirklich nachhaltiger ist, und dagegen rechnet man dann auf das Lithium, was teilweise von Kindern unter schlechten Bedingungen irgendwie aus der Erde geholt wird. Richtig. Und dafür ist es ein bisschen nachhaltiger. Also, aber da müsst ihr euch den Markt einfach anpassen, oder? Genau, wir gucken, was ist für uns, wie stellen wir uns darauf ein, wie sehen wir Elektromobilität. Ich sehe Elektromobilität ganz persönlich als die Zukunft. Gerade was im Hinblick auf autonomes Fahren und so weiter zukommt, ist ein Elektromotor, eine Batterie, viel besser steuerbar von außen als ein Verbrenner. Die Übersetzung ist viel schneller. Beispielsweise, wenn jemand in der Cloud sagt, das Auto soll jetzt bremsen, dann funktioniert das bei einer Batterie sofort. Bei einem Verbrenner hast du ein Übersetzungszeitfenster. Und so wie da kommuniziert werden kann, von außen, glaube ich, ist Elektromobilität schon weiter. Und wenn wir jetzt im Moment die Ukraine und also den Krieg zwischen der Ukraine und Russland sehen, das hat ja irgendwie einen Effekt auf uns alle. Im Moment kommt es darauf an, dass wir alle Strom sparen sollen. Und umso mehr E-Autos gibt, umso mehr Strom wird ja benötigt. Mhm. Ist das jetzt kurzfristig vielleicht auch erstmal, hemmt das Leute, ein E-Auto zu kaufen aktuell, weil sie sagen, irgendwie, sie wissen gar nicht, im Winter soll Strom gespart werden, es soll Gas gespart werden. Nachher können wir nicht mehr mit dem Auto fahren, weil wir es nicht laden dürfen. Oder könnt ihr da eure Kunden dann auch beruhigen, weil die Priorität haben? Oder also ich glaube, die Sorgen bei dem Elektroauto sind schon andere. Ich sag mal, Gleiches gilt dann ja auch fürs Benzin, was dann gegebenenfalls auch irgendwo herbezogen wird und gespart werden müsste. Aber die Sorgen sind eher, wo kann ich mein Fahrzeug laden, wenn ich nicht gerade eine Garage habe zu Hause in meinem Einfamilienhaus? Und das ist ein Thema, wo extrem noch investiert werden muss. Es gibt neue Konzepte, gerade auch von Supermärkten zum Beispiel, die das als Goodie für ihre Kunden haben möchten, dass sie bei ihnen auf dem Gelände kostenfrei laden können. Dass es eben solche Konzepte gibt, um mehr Ladesäulen einzubringen. Weil sonst funktioniert die Idee von Elektromobilität in den Städten gerade nicht. Umso teurer Strom wird, umso unwahrscheinlicher wird es dann ja aber auch, dass irgendwie Privatunternehmen sagen, sie fördern. Also das ist ja auch eine klare Gegenrechnung. Wie viel kostet mich der Strom, wenn der Kunde währenddessen einkauft? Rechnet sich das, umso teurer der Strom wird, umso eher rechnet sich das nicht. Was ist denn der Plan? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, klar, es gibt viele attraktive Leasing-Angebote, zum Beispiel mit Prämien und sowas, wenn ich das gegenrechne, zahle ich echt relativ wenig für ein gutes E-Auto. Mhm. Ich habe aber zu Hause keine Ladestation und in der Stadt, ich bin jemand, der jetzt nicht eine halbe Stunde vorher dann in die Stadt fährt, wenn ich einen geschäftlichen Termin zum Beispiel habe und habe dann keine 15 Minuten Zeit zu gucken, auf diesem Parkdeck ist die E-Station irgendwie besetzt, ich fahre mal ins nächste Parkhaus, so nach dem Motto, dann finde ich da auch keins. Also was würdet ihr oder du vielleicht als Expertin dafür gerade in Bremen jetzt, wo kann ich laden dann? Also gerade auch, wenn ich meine Woche keine Termine in der Stadt habe. Also grundsätzlich gibt es ja in den einzelnen Gebieten in Bremen gibt es Ladesäulen. Man muss sich ein bisschen von dem Gedanken entfernen, dass man ein Auto so laden muss wie sein Handy. Also mein E-Auto muss nicht jeden Abend an die Steckdose, damit ich genug Reichweite habe, weil der durchschnittliche Autofahrer fährt 30 Kilometer am Tag.
Das heißt, rechne ich das hoch, ich habe irgendwie 300 Kilometer Reichweite, brauche ich alle 10 Tage zu laden. Und alle 10 Tage irgendwo sich abends an eine Ladestation anzudocken, das ist schon wieder machbar. Natürlich kann man dann auch so Zeiten wie in der Stadt nutzen. Da gibt es ja auch so Konzepte, dass man dann eben kostenlos dort auch stehen kann. Man spart sich quasi die Parkgebühren im Parkhaus. Kann man zum Beispiel am Wall hier sein Fahrzeug laden. Und dann hat man eben auch schon wieder Luft, das Fahrzeug auch zu bewegen. Okay, verstehe. Das aber für mich trotzdem, also wenn ich dann irgendwie nur unterwegs bin, wo es keine Station gibt, und ich alle 10 Tage abends mich extra wohin stellen müsste. Ich wohne in Oberneuland zum Beispiel, mir fällt jetzt bei mir in der Nähe nicht die nächste Lade. Also ich kenne in Oberneuland, wenn ich drüber nachdenke, eine einzige, die aber ein ganzes Stück weg auch wäre, wo ich dann mich ins Auto setzen müsste und einen Podcast hören müsste. Gerne Business Meets Bremen natürlich dann, aber also es ist ja schon noch nicht so ganz ausgereift, oder? Definitiv, definitiv. Und deswegen sind wir da eben auch angewiesen aus der Politik, dass da vielleicht Förderungen auch kommen, dass Ladesäulen irgendwo auch in den Gebieten selber aufgestellt werden, dass eben Unternehmen wie Supermärkte, Tankstellen anfangen, noch mehr Ladesäulen zur Verfügung zu stellen. Und ja. Ist das für euch auch ein Geschäftsmodell irgendwann vielleicht, dass ihr sagt, ihr managt solche Säulen oder ist Also das? tatsächlich haben wir jetzt an unserem Hauptstandort in der Föhrenstraße haben wir jetzt 4 Ladepunkte installiert und die sind auch öffentlich. Das heißt, der gegenüber in der Föhrenstraße wohnt, da ist ja ein Wohngebiet, die Personen könnten gerne bei uns abends laden. Wie Da gibt es verdient ihr dann. Geld daran? Also wir verkaufen quasi den Strom zu einem marktüblichen Preis und beziehen ja dann normal den Strom eben zum einen aus unserem BHKW. Das ist ein Blockheizkraftwerk, was über die Abgabe von Wärme Strom produziert, als auch kriegen wir jetzt eine Solaranlage. Das heißt, wir versuchen eben selber Strom zu produzieren und den dann da auch unter anderem mit abzunehmen, aber normal eben auch den Bezug von Strom von den Stadtwerken. Okay, das heißt, die Leute bezahlen dann dafür, dass sie laden bei Genau, euch. genau. Verstehe. Wir haben eben schon über das politische Verhältnis von euch zur aktuellen Landesregierung gesprochen. Seid ihr denn generell zufrieden mit den Standortbedingungen hier? Also von Bremen aus sind wir total zufrieden. Also ich finde immer, es gibt ja die Grunddiskussion Wirtschaftsstandort Bremen, Bremen. Holt vielleicht auch so ein bisschen davon her, dass wir sagen, die hanseatische Zurückhaltung und wir erzählen gar nicht so gerne darüber, was eigentlich alles Cooles in Bremen passiert. Deswegen finde ich zum Beispiel gerade so Podcasts hier, die mal über Bremen und Dankeschön. Unternehmen erzählen, im Positiven einfach auch, um zu erzählen, was passiert denn hier alles, was passiert Gutes, welche Unternehmen sind hier ansässig, was gibt es für eine tolle Stadt, die auch Arbeitnehmern von außen was Gutes bietet. Wir sind zum Beispiel jetzt relativ neu. Partner oder Vereinsmitglied von Unternehmen in Bremen e.V. Bremen Jetzt ist das Magazin. Herr Herbst ist morgen hier zu Gast im Ach nee, Podcast dann grüßen Sie tatsächlich. ihn ganz lieb von mir. Das mache ich. Genau, und das sind eben ganz, ganz tolle Initiativen, wo man sich auch in den Unternehmen selber untereinander vernetzt, um da Synergien zu bilden, um Kontakte zu knüpfen und auch der Welt zu zeigen, Bremen ist nicht so schlecht, wie alle immer denken. Das heißt, zum Beispiel beim Personal habt ihr jetzt nicht die Schwierigkeiten, dass Leute sagen, boah, ich will mich nicht an euch binden, weil ihr ein Bremer Unternehmen seid? Nee, das Okay. grundsätzlich nicht, wobei wir auch sagen, also wir sind auch nicht, wir suchen Mitarbeiter hier in der Region. Und ich glaube, so wie alle momentan haben wir einen wahnsinnigen Fachkräftemangel, gerade was auch Auszubildende angeht, in den Handwerksbereichen, wobei wir gestern tatsächlich 9 Auszubildende in unserer Gruppe willkommen geheißen haben, als neue Auszubildende. Aber es ist schwierig, hier vor Ort zu finden. Okay, das heißt, du hast jetzt aber nicht eine lange Liste an Wünschen an die Bremer Landesregierung, die sie umsetzen können, um den Standort irgendwie attraktiver zu machen. Mit Sicherheit gibt das was, aber Was wäre nicht das hier. denn zum Beispiel? Grundsätzlich von Bremen aus würde ich sagen, Aktivierung von Auszubildendenplätzen, Ausbildungsplätze attraktiver zu machen. Das ist, glaube ich, ganz akut. Wie macht man das zum Beispiel denn? Über Werbung, über mehr Kommunikation von Ausbildungsplätzen. Also es gibt viele Leute, die wollen studieren, aber Ausbildungen müssen attraktiver gestaltet werden. Also von außen. Und es gibt ganz viele Unternehmen in Bremen, die wollen ausbilden, die suchen Auszubildende, händeringend. Genau. Verstehe. Dann sind wir schon mit der Zeit fast drüber. Ich habe noch Oha. eine Schlusskategorie vorbereitet, die du Ja. vielleicht ja schon mal gesehen hast. Es Ja. sind entweder
Entweder-oder-Fragen oder den Satz beenden. Wenn du ein paar Folgen gesehen hast, konntest du dich vielleicht auf die Frage schon vorbereiten. Ich bin gespannt. Ich habe mal so durch die Bank weg mal reingehört, ja. Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter entlassen? Schlechte Mitarbeiter einstellen. Ich gebe allen immer einen Erklärungsversuch, wo alle darum bitten. Du hast relativ schnell entschieden. Ja. Erste Frage, kanntest du die Frage schon? Nein. Okay, warum konntest du dich so direkt entscheiden? Grundsätzlich guckt man den Leuten ja immer auch nur vor den Kopf, was ist überhaupt schlecht und vielleicht können wir die Mitarbeiter einfach auch entwickeln dann bei uns. Eine Automarke, die ich zukünftig gerne in unserem Portfolio hätte, ist? Ineos Grenadier kommt aber erst im Oktober zu uns. Okay, aber das ist der Wunsch schon erfüllt? Ja. Hast du noch einen anderen Wunsch darüber hinaus? Tatsächlich derzeit nicht, muss ich sagen. Wir haben uns mit unseren Marken konzentriert und wollen auch erstmal bei den Marken bleiben. Okay, und es gibt vielleicht den Verlobten, der gezwungen wird, eine der Marken zu wählen, der sagt, ach, nehmt doch mal die mit ins Portfolio, dass ich auch mein Lieblingsauto fahren kann? Oder ist man da auch zufrieden mit? Ich glaube, man ist da ganz zufrieden. Okay, also nicht den riesen BMW-Fan zu Hause? Nein. Okay, und irgendwann gründe ich? Wahrscheinlich einen Gnadenhof. Ein Gnadenhof. Ja, okay. Also jetzt nichts Unternehmerisches, aber ich bin ein wahnsinniger Tierfan und das ist, glaube ich, so auf meiner Bucketlist. Hatten alles schon hier, also vom irgendwie Gartenverein bis hin, also Liste füllt sich. Und dann ist es der Gnadenhof. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns mit Sicherheit nochmal zum zweiten Teil. Ja, vielen Dank für die Zeit und für dieses coole Setup hier.